Frau Dr. Mulack, welche Rolle spielt der Mond in einem weiblichen Weltbild? Ja, eine hervorragende, das heißt also eine wichtigere Rolle als die Sonne, die ihr dann im Patriarchal zu dem Herrschaftssymbol gemacht wurde. Wenn wir den Mond sehen, dann zeichnet er sich dadurch aus, dass er sich ständig verändert, dass er einen eigenen Zyklus hat, der in unser Rechnungssystem nicht so gut passen will, weil es nicht immer alles eins zu eins aufgeht. Auch mit den 13 Monaten, das sind ja nicht genau 13 und wir haben ja das 12er-Prinzip. Der Mond fällt irgendwie raus aus dem patriarchalen Weltbild oder das Weltsystem. Das Auffallendste war eben, dass aber der Mond oder die Mondin mit dem Weiblichen im Einklang steht. Sie haben beide denselben Zyklus. Bei Neumond menstruiert die Frau. Und das richtete sich ja damals dann, das war das einzige Licht, was existierte. Und bei Vollmond hat sie ihren Eisprung. Folglich war die Mondin eine Form der großen Mutter, die eben auch menstruierte und Eisprung hatte. Und die Frau war dadurch im Kosmos verankert. Sie war ein kosmisches Prinzip, was sie ja im männlichen System nicht mehr ist. Da sitzt ein männlicher Gott alleine oben im Himmel, hat vielleicht noch ein paar Engel um sich rumschwirren und damit kann sich dann der Mann identifizieren. Le Soleil, die meisten Kulturen haben ja ein männliches Adjektiv für die Sonne. Sehr schön, dass wir das im Deutschen nicht haben. Dann steht der Mond aber auch in Verbindung mit dem Wasser, die Ebbe und Flut. Mond zieht das Wasser an, der Mond lässt das Wasser zurück. Und auch da haben wir ein Mutterprinzip, dieses Zyklische. Und das drückt sich ja auch damit aus, zum Beispiel, wir sagen das Meer und la mer im Französischen und la mare im Lateinischen, ist eindeutig davon abgeleitet. Also Mutter und Meer hängen aufs Engste zusammen. Und dann gibt es auch noch Bilder, die der Beobachtung zugrunde liegen, dass wenn der Vollmond ist, die Sterne verschwinden. Und wenn Neumond ist, also wenn der Mond verschwindet, dann treten die Sterne umso klarer hervor. Und das wurde im Mythos dann interpretiert, dass die Mutter ihre Kinder zurücknimmt im Vollmond, sodass sie dann verschwunden sind, und sie wieder hergibt im Neumond. Also dieses Prinzip, verschwinden, in Erscheinung treten, werden, vergehen und so weiter. Das ist alles darin enthalten. Und daraus erwächst natürlich auch eine entsprechend weibliche Spiritualität, wo genau dieser Zyklus gefeiert wird. Ein Zyklus, dessen sie sich im Patriarchat schämen muss. Ja? Und dass das Blut der Frau nicht als unrein gilt, sondern als das Lebensprinzip schlechthin. Und das kommt eben von der Frau. Sie gibt es her. Oder sie behält es und verarbeitet es zu neuem Leben. Und da wird die ganze Bedeutung der weiblichen Biologie sichtbar gemacht, anerkannt, in den Alltag integriert und so fest im Weltbild verankert, dass das Männliche dagegen nur wenig Raum erhält. Vielleicht verdientermaßen, denn wenn wir einfach nur denken, welchen Anteil der Mann an der Fruchtbarkeit der Frau hat, dann sind das vielleicht 3 Minuten, während die Frau 9 Monate an diesem neuen Geschöpf arbeitet. Und dann kann man natürlich nicht von Gleichberechtigung oder irgendwie irgendeiner Form von Gleichheit oder Gleichstellung, ist völlig absurd auf diesem Hintergrund. Und dann würde das auch ganz andere Folgen haben, zum Beispiel für die Renten. Ohne Frau kein Rentensystem. Die Frau wird aber ausgeklammert, weil sie, wenn sie ja nun Mutter ist und auch mehrere Kinder hat, nicht einzahlen kann, aber sie zahlt mit ihren Kindern ein. Die Kinder tragen dann das Rentensystem. Und das wird völlig außer Acht gelassen, weil alles nur noch kapitalisiert wird. Nur das Kapital zählt, aber die mütterliche Arbeit, was sie alles reinsteckt, um ein Kind großzuziehen und berufsfähig zu machen, dass es
fähig wird für das Rentensystem. Das ist der letzte kleine Schritt. Ja? Aber alles, was davor liegt, wird ausgeklammert, genau wie die weibliche Geschichte, die es ja gegeben hat, ausgeklammert wird. Vorgeschichte, uninteressant. Ja? Und dann es tritt nur das patriarchale Denken in den Vordergrund und wird als naturgemäß und als das einzig Wahre hingestellt. Und die Frauen treten ins Hintertreffen. Und ich meine, sie müssten weiter zurückgucken. Goethe hat schon gesagt, wer nicht die Geschichte von 3000 Jahren kennt, hat keine Ahnung und ist nicht aufgeklärt. Und heute wissen wir müssen die Geschichte von 30.000 Jahren kennen, um wirklich aufgeklärt zu sein. Aber das sind wir nicht. Was halten Sie davon, wenn sich Frauen heute wieder mit Mondgöttinnen beschäftigen? Ist das sinnvoll ist das? Auf jeden Fall bringt ihnen das mehr, als wenn sie sich mit Computerwissen beschäftigen. Nicht vom Kapital her und vom Einkommen und so weiter, aber von ihrer Selbstfindung her. Wenn sie sich wieder bewusst machen, wie wichtig die Prinzipien auch im Kosmos sind, die in ihrem Körper wiederkehren und sich verwirklichen, dass sie ganz anders mit dem Kosmos verbunden ist, dass sie völlig anders auch mit der Natur verbunden ist und dass diese Naturzerstörung im Grunde eine Frauenzerstörung auch ist. Das heißt, mit der Zerstörung des Weiblichen geht immer die Zerstörung der Natur einher. Und darum ist die Umweltkatastrophe in erster Linie ein männliches Problem. Es ist männliche Schuld, die da offenbar wird. Weil du hast ja gesagt, sollten sich die Frauen damit befassen. Und die Folge dieses damit Befassens wäre ja, dass sie ein völlig erweitertes weibliches Bewusstsein haben. Ja? Und das kann ja nur positiv sein, dass sie sich dann nicht irgendwelche Schuld oder Minderwertigkeit einreden lassen, die nicht existiert, die wohl beim Mann existiert, die er aber verdrängt und darum auf die Frau projiziert. Das ist ja der uralte Mechanismus. Dass wir also Verdrängtes uns zurückholen müssen. Das ist wichtig. Und nicht nur sagen, ich bin auch noch da, lieber Mann, ich will in deine männliche Welt rein. Ich meine, das ist ein grundlegendes Recht, dass wir gleiche Rechte haben müssen. Aber ich denke, die Frauen müssen auch noch andere Rechte haben. Brauchen die Frauen einen eigenen spirituellen Bereich für sich? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall müssen sie den haben, um A, ihre Gemeinschaft zu stärken, weil das ist ja bitter, bitter nötig, weil die Frauensolidarität bleibt immer wieder auf der Strecke. Selbst in der MeToo-Debatte zu erkennen, Catherine Deneuve und die Flasspöter und so weiter, die dann sagen, die Frauen sollen sich nicht anstellen, die sollen sich doch selbst behaupten und all so ein Quatsch, ja, in einem patriarchalen System, was das bedeutet, sie sollen sich doch selbst behaupten, ja. Es ist sowas Lächerliches, wenn sie nichts anderes den Frauen sagen haben, da wird es ja dann immer wieder deutlich, dass da den Frauen etwas fehlt, weil die Männer halten viel mehr zusammen. Viel mehr, auch ganz unbewusst und ganz intuitiv. Ist es darum sinnvoll, dass man Männer grundsätzlich von spirituellen Frauenkreisen ausschließt? Nein, das würde ich nicht unbedingt sagen. Es geht ja letztlich auch um eine Vermittlung an den Mann. Also wenn ich zum Beispiel die Jungenerziehung nehme, ja, wenn ich einen Jungen von Anfang an in diese Kreise und in dieses spirituelle Weltbild hineinnehme und ihm seinen Standort, seine Position klar mache, die eben nicht die des Gewalttäters ist, sondern des Unterstützers des Weiblichen. Dafür ist das männliche Geschlecht da. Er soll ihr helfen bei der Fruchtbarkeit, aber er soll nicht selber für sich beanspruchen, dass er das alles alleine macht. Mit dem geistigen Wort oder mit irgendeinem Befehl, ja, es werde und es wird nicht und so weiter. Das ist alles Blödsinn. Sondern dass er von vornherein integriert wird und dann wird er auch sich später integrieren können. Aber nicht als Herrscher, nicht als dominante Kraft.